Zum Beispiel können auf einer einzigen Weintraube bis zu 16... Wir sind in Hamburg in der Greenpeace-Ausstellung und wir gucken hier gerade einen Film, in dem geht es ums Essen und Trinken und in dem lernt man, wie schlimm Gentechnik wirklich ist. Ich finde die Ausstellung großartig. Man kann selber was sehen, man kann auch selber Sachen machen. Man kann zum Beispiel was tasten und was hören und jedes Mal erfährt man ein bisschen mehr. Also sie zeigt natürlich erstmal sehr viele Bildschirme mit kurzen Dokumentationsfilmen, woran Greenpeace gearbeitet hat und auch noch arbeiten wird. Dazu zeigt sie viele Quiz über die Energiewende beispielsweise. Es wird auch eine Aktivistenkleidung zur Verfügung gestellt, die man sich anziehen kann, damit man sich einmal in die Rolle hineinversetzen kann als Greenpeace-Aktivist. Das ist ein kleines Tischchen, wo man so eine Art Puzzle machen kann. Also ist so geformt wie ein Würfel und da gibt es halt auf jeder Seite andere Motivstücke. Und es gibt da eine Wiese oder so ein großer Maiskolben oder ein Ökomarkt. Also da steht dran, puzzle dich zum Experten. Da sind dann auch kleine Texte zu. Mein Ausstellungsfavorit ist ein Kasten, wo man Sachen scannen kann und dann erfährt man was darüber. Sachen wie Zeitschriften oder Parkettfußboden oder Creme oder Seife. Und man erfährt, was da halt drin ist, ob sie schaden oder wie sie schaden. Es ist ein kleines Quiz, da sieht man ein Haus im Querschnitt und man muss Energiefaktoren finden. Wenn man auf einen Faktor draufdrückt, dann verschwindet ein Licht und wenn man alle Lichter verschwinden lassen hat, dann hat man gewonnen und hat das Haus energieverschwendungsfrei gemacht. Also ich finde diese Bildschirme mit den kurzen Dokumentationen sehr hilfreich, um einen Überblick zu bekommen, was Greenpeace alles schon geleistet hat. Dann weiß man auch speziellere Dinge, also man merkt, dass Greenpeace wirklich Sachen unternimmt und auch was für die Umwelt tut.